Ja, liebe PropTech-Freunde, heute ist wieder soweit. Wir haben das nächste Video-Podcast. Heute mit Simon von Deutsche Wohnen. Freue ich mich sehr. Wie gesagt, wir sind jetzt auch auf iTunes, Spotify vertreten mit PropTech Hot News. Und heute im Rahmen der Podcast das zweite Interview mit Simon. Hallo Simon, vielen Dank. Kurz die erste Frage an dich. Wer bist du? Was machst du bei Deutsche Wohnen? Und kurz, was macht die Deutsche Wohnen? Hi Thomas, ja, freut mich sehr. Ja, ich bin Simon von der Deutsche Wohnen. Ich bin hier Leiter im Kommunikationsbereich und für das Thema Digitalisierung. Seit letztem Jahr April jetzt hier bei der Deutsche Wohnen. Deutsche Wohnen, ja, ist in Berlin doch einer der größten Vermieter und in Europa doch die Nummer zwei aktuell. Und ja, das ist meine Funktion hier. Okay, und weil du gesagt hast, du bist ja ab April da, kurz um für die Leute, was hast du vorher gemacht? Kamst du aus dem digitalen Bereich oder aus dem Immobilienbereich? Ich kam vor aus dem Banking, ehrlich gesagt, aber da auch aus der Kommunikation und Digitalisierung. Da war ich bei einer Agentur in der Sparkassenfinanzgruppe, die die Sparkassen beraten und begleitet hat auf dem Weg in die Digitalisierung. Sehr spannende Zeit, viele Analogien zu meiner jetzigen Tätigkeit. Also bist du quasi ein Technologie-Nerd, Kommunikations-Nerd. Das ist ja schön, das passt genau zu unserer Thematik. Gleich die nächste Frage zu Deutsche Wohnen. Welche Rolle spielt Digitalisierung bei Deutsche Wohnen und welche Rolle sozusagen wird das in der Zukunft spielen? Also Digitalisierung ist für uns eine sehr, sehr wichtige Rolle, ist auch Teil der Unternehmensstrategie, ganz klar. Wir haben uns auch relativ früh auf die Reise gemacht, um uns mit dem Thema zu beschäftigen, aber eher so eine, ich nenne es mal so ein bisschen Entdeckungsreise qua Angebot, was sich auch in der Immobilienbranche entwickelt. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr starker Footprint, der bei uns verankert ist. Und ja, den Weg gehen wir relativ konsequent. Aber waren jetzt auch nochmal dabei, uns etwas neu zu sortieren, nachdem ich hier angefangen hatte und wir viele, viele Sachen angestoßen haben, um mal zu schauen, was wir mit dem Thema überhaupt anstellen wollen. Und wenn so ein bisschen das Thema Digitalisierung auch in der Immobilienbranche, aber Digitalisierung schaust, was glaubst du sozusagen sind aktuell so ein bisschen die wichtigsten Trends, wo man sich dann beschäftigen sollte? Und ja, für uns, wir haben einen sehr starken Fokus auf das Produkt Wohnen und die Vermietung. Das ist ja sozusagen unser Hauptkerngeschäft. Wir beschäftigen uns vor allen Dingen da sehr stark auch mit der Prozesseffizienz und der Optimierung der Prozesse, was das Vermietungsgeschäft angeht, weil wir uns natürlich hier als Deutsche Wohnen in einem sehr großen Massenmarkt bewegen. Das ist für uns ein sehr wichtiges Thema, hat vor allen Dingen vorne im Neukundenprozess zu tun, aber auch in der gesamten Kundenreise hin ins Thema Bestandskunde. Wichtig, glaube ich, ist für Immobilienunternehmen überhaupt mal die ganze Erhebung und Digitalisierung zu greifen und den Fokus auch aufs Gebäude zu haben. Das ist für uns sehr wichtig, überhaupt ein digitales Asset mal herzustellen, um einen guten Blick auf die Immobilie zu erhalten. Wenn du sagst ja, ihr habt ja klar als Deutsche Wohnen sehr viele Mieter. Ihr müsst die Mieter ja auch mitnehmen auf der digitalen Reise. Gibt es da Hemmschwellen oder sagst du, die Mieter sind schon bereit, digital zu kommunizieren und auch das ganze Thema Verwaltung und Kommunikation? Oder wie siehst du dort sozusagen die Akzeptanz der Mieter, vor allem bei euer Bestandskunden oder Bestandsmieter? Ist sehr unterschiedlich. Also ich würde mal sagen, wir bilden eigentlich einen ganz guten Schnitt der Gesellschaft ab bei unseren Mietern. Dennoch ist es so, dass wir, glaube ich, das Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter überhaupt erstmal aufladen müssen. Wir kennen das ja vielleicht alle selber. Der eine wohnt im Eigentum und dann weniger, aber als Mieter, ich habe eigentlich kein Verhältnis zu meiner Verwaltung. Und das ist, sage ich mal, das ist die größte kommunikative Herausforderung, überhaupt ein Verhältnis dort herzustellen, miteinander zu interagieren und zu kommunizieren, was dann auch einen Impact hat auf digitale Kommunikationskanäle oder Interaktionen. Weil doch das Geschäft, das kann ich von uns zumindest sagen, doch auch sehr papiergetrieben ist in der Kundenkommunikation und wir müssen ja erstmal den Zugang schaffen zu unseren Kunden. Und Akzeptanz geht immer so weit, wenn wir über das Gebäude sprechen. Kompliziert wird es meistens dann, wenn man etwas in der Wohnung machen möchte, weil man dann natürlich sehr stark in den persönlichen Bereich der Kunden reingeht und da bringt Technologie auch gewisse Reaktanz mit sich. Aber glaubst du sozusagen, dass der Mieter auch bereit ist, wirklich auch mit euch direkt in Kommunikation zu treten? Wird sozusagen irgendwas passiert in der Wohnung und so weiter? Auch Handwerker oder lagern die das aus oder wollen die das selber auch digital bedienen? Nee, wir wollen es in jedem Falle digital bedienen, weil wir die Schnittstelle zum Kunden auch sichern wollen, also in der Kommunikation. Und ich glaube, dass die Herausforderung ist da, das Zusammenspielen halt eben auch mit Drittdienstleistern herzustellen, beispielsweise im Bereich der Instandsetzung oder Modernisierung, dass es für den Kunden eine gewisse Transparenz
gibt, wo er da steht, wenn er beispielsweise einen Schaden gemeldet oder einen Mangel, dass das Zusammenspielen zwischen Verwaltung, unserer Rolle und auch dann Handwerksunternehmen Hand in Hand geht. Und ich glaube, dann ist die Akzeptanz auch für digitale Kanäle durchaus gegeben. Sehr schön. Kurz zum anderen Thema, wir kommen mal zurück auf das Thema Mieterprozess, das finde ich ganz spannend, aber ich weiß ja, dass ihr auch sehr viel mit PropTech oder Startups-Unternehmen zusammen macht. Wie ist so da eure Strategie und wie ist die Zusammenarbeit? Ich glaube, für PropTechs, aber auch für Immobilienfirmen ist es sehr spannend, wie kann man so einen Prozess einleiten? Also wie wählt man das passende PropTech aus? Muss es zum Unternehmen passen? Ist es eher opportunitätsgetrieben, also als Investment, oder muss es auch einen Nutzen bringen für die Firma, für die Kunden oder intern für die Prozesse? Also wie wählt ihr aus und was ist euer Ziel wirklich auch Zusammenarbeit mit PropTechs und vielleicht paar Namen, mit welchen PropTechs ihr zusammenarbeitet? Ja, also wichtig auf der Unternehmensseite ist überhaupt erstmal eine Instanz zu schaffen, die sich wirklich hauptberuflich um Digitalisierung kümmert und das Ohr am Markt hat. Ich glaube, das ist mal der erste Schritt, sich das bewusst zu machen. Das haben wir hier gemacht. Das war in dem Bankenbereich früher auch so, dass Units entstanden sind, die sich um das Thema Digitalisierung kümmern. Und dann geht es erstmal darum, sage ich mal, in eine Impulsphase zu gehen, um zu gucken, was gibt es überhaupt eigentlich im Bereich Startups, PropTechs, Unterstützung zur klassischen IT neben SAP oder um Kundenprozesse zu verbessern. Und das ist so ein bisschen Art des Scoutings. Netzwerken, auf Veranstaltungen gehen, angucken, was gibt es überhaupt. Und dann mal in die Phase zu gehen, um zu schauen, wo hilft das alles, was ich gesehen habe. Weil das Angebot ist ja sehr, sehr groß von Dingen, die man sich widmen kann. Aber dann muss man selber für sich eine Strategie festlegen und sagen, welche strategischen Handlungsfelder habe ich denn, wo Digitalisierung bei mir wirkt. Und das haben wir jetzt vor allen Dingen die letzten 8 Monate gemacht, um auch dann sehen zu können, welche Themengebiete und welche Startups am Ende des Tages könnten zu einem passen. Ja, und in der Zusammenarbeit ist es so, wir haben jetzt keinen wahnsinnig strukturierten Prozess, wie wir da zusammenkommen. Natürlich, wenn wir uns näher anschauen und wir haben jetzt mittlerweile 4 Beteiligungen, haben wir klassische Due Diligence, klar, man guckt sich das alles an. Aber wir haben nicht die Strategie zu sagen, wir machen reines Investment, sondern für uns ist es immer auch inhaltlich getrieben, vor allen Dingen, dass wir halt eben die Produkte auch selber einsetzen. Von daher ist es eher wirklich eine kooperative Zusammenarbeit mit einer finanziellen Beteiligung. Man kann vielleicht 1-2 Namen nennen von PropTechs, wo ihr quasi investiert habt oder wo ihr auch kooperiert und vor allem, in welchem Bereich euch das hilft in den Prozessen oder in der Kommunikation oder in welchen Bereichen sonst? Ja. Also unser ältestes Investment, wenn man in der heutigen Zeit von altem Investment sprechen kann, ist ein paar Jahre altes KiwiKey. Dort haben wir damals ganz bewusst investiert in das Thema Smart Doors. Ist die längste Partnerschaft, die wir haben. Die zweite, die aus dem Blackbrand Booster entstanden ist, ist Via Now, jetzt Convaron, für das ganze Thema Digitalisierung der Grundrisse oder wir sagen mal digitales Asset. Da geht es vor allen Dingen darum, möglichst viel zu erfassen und zu digitalisieren am Gebäude. Und mit Kiwi ist quasi die Sicherung, wir nennen das so ein bisschen das Sicherstellen, den Zugang ins Gebäude zu haben. Und das hilft vor allen Dingen auf der Prozessebene mit Drittdienstleistern, dass wir halt nicht mehr dieses Thema haben, wo kriege ich denn den Schlüssel her, wie komme ich denn ins Haus für Servicedienstleistungen, für Bewirtschaftung, sondern ich habe halt eben einfach die Möglichkeit, über den Chip auch genau zu sehen, wer das Haus verlässt, wer rein und raus geht. Was mich immer sehr interessiert, ist immer, klar, nach außen will man gerne klar das Positive kommunizieren, aber vielleicht kannst du ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn man mit bei PropTechs oder Startups und Unternehmen wie Deutsche Wohnen, die ja sehr groß sind, gibt es schon sehr verschiedene Kulturen im Unternehmen auch. Ich habe ja selber Unternehmen aufgebaut und weiß, wie es funktioniert, da kommuniziert man anders auf kurzen Wegen. Wie siehst du dort du die Zusammenarbeit und vielleicht auch so, wo siehst du die Hemmschwellen, die bei euch aufgekommen sind, die man aber lösen kann und wie kann man die lösen? Klar, also sprichst du ein Thema Kulturen und Arbeitsweise und Fokus ist vom Startup und von einem Unternehmen natürlich, geht sehr stark auseinander. Der eine hat sein Produkt, ist sehr produktfokussiert, will sein Produkt an den Mann bringen, hat sehr viel im Thema Sales zu tun, womöglich hat er noch viel Geld geraced und muss dann erstmal seine Organisation aufbauen. Da bleibt natürlich viel auf der Strecke, was in einem relativ sortierten Unternehmen natürlich einen kompletten Culture Clash irgendwie hat. Aber wichtig ist, dass es auf der Unternehmensseite jemanden gibt, der übergreifend für das Onboarding der Startups verantwortlich ist, ja, in der Zusammenarbeit, weil was halt vielen fehlt, ist halt das Know-how in der Immobilienwirtschaft, weil viele aus der Technologie kommen. Das war im Banking genau das Gleiche.
Und ich glaube, es ist wichtig, zusammen die Produkte auch dahin zu gestalten, dass sie halt wirklich wirken können, in den eigenen Prozessen oder in der Branche. Das ist uns halt immer wichtig, dass wir versuchen, zusammen die Produkte zu entwickeln und unser Immobilien-Know-how den Startups mit an die Hand zu geben. Ja, und das ist eigentlich so für mich der Kern. Und sag mal, alles, was immer mal nicht so läuft, ist wirklich dem geschuldet, dass die PS auf der anderen Seite sehr, sehr schnell sind. Sag ich mal, die Struktur manchmal etwas fehlt. Aber ich glaube, das ist normal. Aber genau das Add-on, wo halt Corporates oftmals sehr, sehr langsam sind, diese Agilität dann letztlich auch zu nutzen und zu halten. Du hast ja von diesem Onboarding-Prozess gesprochen. Man kennt es ja aus Onboarding von Mitarbeitern quasi in die Struktur einführen. Das Gleiche ist ja bei PropTechs. Hast du so ein Gefühl, was glaubst du, wie lange dauert es, bis wirklich so die Prozesse miteinander verzahnt sind? Sind es eher Monate, sind es Jahre oder kann man das gar nicht definieren, weil es so verschieden ist von PropTech oder Kooperation zu Kooperation? Ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist. Also da gibt es nicht den Zeitraum. Kommt drauf an, wie das Unternehmen im Bereich, also wenn wir gerade über IT-Kompatibilität sprechen, wie die Systeme und die Produkte miteinander funktionieren, kann es mal schneller gehen. Aber ich glaube, dass auch die Unternehmen sehr, sehr lange brauchen, wenn sie erstmal sagen, ja, wir machen das mal. Und ich kann nur für die Deutsche Wohnen sprechen, dass wir oftmals auch sehr opportun an die Sachen rangehen, einfach neugierig und offen sind und auch mal einfach was ausprobieren müssen. Das ist halt auch nochmal ein wichtiger Faktor, sich auf etwas einzulassen. Ja, tendieren ja alle auf der Unternehmensseite dazu, alles durchzukalkulieren und den größten Mehrwert zu skizzieren. Aber oftmals ist es halt auch sehr, sehr schwierig, wenn man in solche neuen Felder geht, das zu skizzieren. Ja? Und da muss man sich auch ein Stück weit einfach mal drauf einlassen, sich zwar Ziele setzen, aber auch einmal ein Stück den Weg gehen. Nochmal kurz zurück zum folgenden Thema bezüglich der Mieter. Siehst du da eine Unterschiede zwischen Jüngeren? Weil ihr habt ja, wie hast du ja gesagt, ihr habt ja eine sehr breite Mieterschaft bei deutschen Wohnen, was ich immer sehr spannend finde, weil da kann man das Produkt wirklich auch Produkte gut austesten. Gibt es da so ältere Menschen, sind da eher affin oder weniger affin als junge Menschen oder umgedreht? Oder gibt es da noch keine Erfahrungswerte? Wir robben uns, sage ich mal, langsam ran, unseren Kunden besser kennenzulernen, weil wir haben jetzt auch letztes Jahr mit dem gesamten Markenrelaunch der Marke Deutsche Wohnen, dem Relaunch der Website und einer Einführung eines Kundenportals, sage ich mal, den ersten digitalen Zugang über das Kundenportal, wo wir sehr, sehr viele Registrierungen im Neukundenprozess haben, also in der Neuvermietung, und versuchen da jetzt mal die ersten Themen und Interaktionen zu platzieren. Das geht auch hin, dass wir mal unsere Kunden befragen zu neuen Produkten, wie sie die denn finden würden, wenn wir die einführen. Da muss ich sagen, da haben wir eine erstaunlich hohe Responsequote, wo ich wirklich überrascht war, dass wir so viel Rücklauf bekommen. In anderen Projekten, wir haben ja auch mal über dieses MIA-Projekt kommuniziert, wo wir versucht haben, Gateways in den Wohnungen zu verbauen zum Thema Heizungssteuerung. Da kann man wirklich sagen, dass natürlich jüngere Leute da etwas affiner sind, weil sie es kennen durch eine Tablet-Nutzung oder, ne, oder andere Sachen. Da merkt man schon, je älter es wird, desto mehr ist dieses, brauche ich das, will ich das, wo stiftet mir das Mehrwert? Da geht es immer mehr weg. Aber ich glaube, dass wir in der 1:1 Kundenkommunikation auch nicht mehr sagen können, der ab 55 oder 60 ist jetzt der Alte, weil ein Smartphone bedienen kann meine Oma mit 92 auch und schickt mir WhatsApp-Smileys. Also ich glaube, dass sich das alles ein bisschen verschiebt und die Akzeptanz da mehr und mehr größer wird und auch der Nutzen mehr gesehen wird. Und weil du gerade angesprochen hast, quasi die Gewinnung oder die nennt mal wieder Onboarding, klingt komisch, aber quasi die neuen Mieter, die Gewinnung, aber auch dann der Einzug. Glaubst du, dass in der Zukunft das Thema Mietergewinnung, Einzug, Vermietung und so weiter vollständig digital abgewickelt werden kann? Oder ist es eher noch eine Vision, die noch länger brauchen wird? Also ich sage mal, in unserem Zielbild ist das so. Ich glaube, dass es auf der Kundenseite aber nicht zu 100% funktioniert, weil wir einfach so unterschiedliche Menschen haben. Ja? Und nicht jeder möchte einen digitalen Vertrag abschließen, das nicht. Ich glaube, dass es technologisch alles machbar ist und auch in Vermietungssoftware oder in Kundenportalen komplett der Prozess abbildbar ist, auch über digitale Unterschriften, Online-Unterschriften, über Legitimationsverfahren, die es auch im Banking schon gibt. Ich glaube, das ist alles möglich, aber es wird immer ein Multikanal-Ansatz sein. Ein Teil wird das machen und ein Teil wird einfach ganz klassisch die Wohnungen gerne normal besuchen wollen, sich sie anschauen wollen und ein physisches Stück Papier mit einem Menschen unterschreiben wollen. Ich glaube, es kann aber helfen, wenn man auch vor allen Dingen viel Zuzug hat, was in Berlin natürlich auch ein Thema ist, dass nicht jeder immer für die Wohnungen kommen kann und den Mietvertrag unterschickt. Das machen wir teilweise jetzt postalisch, aber perspektivisch kann das auch digital komplett abgewickelt werden.
Wenn wir so ein bisschen philosophisch werden, wo siehst du in so 10 Jahren die digitale Immobilienbranche? Sind wir dann sozusagen so weit, dass eben wirklich digital alles abläuft? Oder wie du schon sagst, ist eher Multi-Channel-Ansatz? Und wo siehst du die vielleicht die oder das Hauptfeld, wo man sich als Immobilienunternehmen drauf spezialisieren soll oder fokussieren sollte, wo man sagt, okay, das ist der, ja, es ist der Hype, aber der wirklich auch zu Realität wird? Also, ich glaube, dass zwei Stoßrichtungen wichtig sind. Das eine ist überhaupt das Thema Effizienzen zu heben. Also, wir sehen das jetzt vielleicht im Vermietungsgeschäftsmodell, was im Moment diskutiert wird, wie hoch reguliert das doch mittlerweile wird, dass wir erstmal sagen, wir kommen auf irgendwie eine Art und Weise der Effizienz. Die Effizienz kann eigentlich nur in der Bewirtschaftung liegen und dafür muss ich viele, viele Vorgänge oder Informationen digital haben. Nehmen wir das Beispiel: Aufzug fällt aus, dann muss die Kette möglichst kurz sein, bis der Aufzugsdienstleister Bescheid weiß, dass der Aufzug ausgefallen ist und optimalerweise schon weiß er, welches Teil kaputt ist und kann uns sagen, wie lange es dauert, um den Fahrstuhl zu reparieren. Diese Information muss unmittelbar an den Kunden gehen, weil ansonsten haben wir in der Hotline wieder relativ viel Spaß, dass der Aufzug mal wieder ausgefallen ist. Also ich glaube, auf der Bewirtschaftungsseite kann Digitalisierung extrem helfen, um einfach Kosten zu ersparen und Prozesse zu automatisieren. Auf der anderen Seite gilt es jetzt in dem Segment Wohnen, also Residential, eher dazu zu sagen, können wir auch weitere Geschäftsmodelle erschließen. Ja, also gibt es noch etwas über das Thema Miete hinaus? Da gibt es auch aus dem Bankenbereich viele, viele Ansätze, die sagen, naja, mit unserer Zinspolitik wird das mit dem Thema klassisches Konto auch schwierig in der Zukunft, dass man da nochmal guckt, ob man Zugang zum Kunden findet. Und die letzte Frage, guckt ihr auch oder guckst du sozusagen als Verantwortlicher auch ein bisschen ins Ausland? Und wo siehst du quasi die Vorbilder auch in der Immobiliendigitalisierung? Ist es eher USA, ist es eher skandinavische Länder oder Asien oder ist das für euch gar kein Thema? Also ich muss sagen, dass ich hier vor der fast Haustür, ich wohne ja nicht in Berlin, aber in Berlin extrem viel in Deutschland sich im PropTech-Markt auftut. Deswegen haben wir ja auch unter anderem mit euch oder auch mit Blankprint sind wir jetzt Partnerschaften eingegangen. Wir sind bei EPRA in einem PropTech-Komitee, was in London ist. Da werden wir jetzt erstmal so ein bisschen internationale Luft schnuppern. Wir sehen aber auf den PropTech-Pitches ja auch internationale Startups. Ja. Aber im Moment kann man wirklich sagen, wenn man sich dem Thema Digitalisierung, Immobilienwirtschaft oder grundsätzlich Digitalisierung annimmt, ist man hier in Berlin extrem gut aufgestellt, weil die Breite an Unternehmen und Formaten, die es auch gibt, letztlich hier alles vor Ort ist. Ja, klasse. Vielen Dank, Simon. Vielen Dank für das Interview. Ich sagte, ich werde es ja erstmal heute gleich auf YouTube einstellen, aber dann morgen auf iTunes, Spotify, Podcast.de und sonst wo auch immer. Und ich sage vielen Dank für das spannende Interview. Und wie gesagt, ja, vielen Dank und noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank. Ciao. Tschüss.